Da ist zu, ja. Das stimmt. Gehen wir erstmal da hoch. Was ist denn Navi? Death Mountain. Ja, okay, dann gehen wir halt da hoch. Ja, jetzt könnte ich wieder zu den einen Dingern reingehen. Fuck. 200 bekommen, 5 davon konnte ich tragen. Der Rest verschwindet im Nix. Okay, der kleine Typ da. Brauche ich Bomben noch? But how could you do this to me? You Ganondorf servant! Hear my name and tremble. I am Link, hero of the Gorons. But what? Your name is also Link. Then you must be the legendary Dodongo's buster and hero, Link. My dad is Darunia. Do you remember him? Dad named me Link after you, because you're so brave. It's a cool name, I really like it. Link. You're a hero to us, Gorons. I'm so glad to meet you. Please give me your autograph. Sign it to my friend, Link of the Gorons. Oh. I guess it's not a good time to ask you for this, but please help everybody, everyone. My dad, Darunia, went to the fire temple. A dragon is inside. If we don't hurry up, even my dad will be eaten by a dragon. You better try to calm him down if you can. Maybe he will calm down if you talk to him. What do you want to ask him? About the Gorons. About the dragon? A long time ago, there was an evil dragon named Wolvagia living in this mountain. That dragon was very scary. I ate 8 Gorons. Using a huge hammer, the hero of the Gorons, boom, destroyed it just like that. It is a myth from long ago, but it's true. I know because my dad is a descendant of the hero. Everybody was taken to the fire temple. While my dad was out, Ganondorf's followers came and took them all away. Half of them will be eaten by Wolvagia. Dad said that Ganondorf has revived Wolvagia as a warning to those who might oppose him. Ganondorf is going to feed them all to Wolvagia. Dad went to the fire temple all by himself to try to save everyone. Please help Link. I'll give you this heat-resistant tunic.
Yay! Nice. Yeah, rot. Oh. Da komme ich so nicht ran, ne? Noch zu kurz. Sieht cool aus. Komme ich von hier aus ran? Ja. War hier nicht so ein... Wo war der? Nicht hier, da unten. Da. Bigoron. Da ist er. Bigoron. I just completed a small weapon. How about it? There's a knife for 200 rupees. Okay. Got a giant knife. Hold it with both hands and use B to attack it. Attack it so long you can't use it with a shield. My brother, the world-famous blacksmith, I have a long way to go before I'll be able to forge weapons as sturdy as the ones he makes. Yeah! Jetzt haben wir ein großes Schwert. Ha! Ha! So der Scheiß. It looked like there's a problem with the durability, but still. How about buying this knife for 2 9? Gutes Schwert. Mach mal zuerst den Feuertempel. Hallo, Jeff. Felsen sind nicht mehr da, gut. What a nice song! It reminds me of the pasture. The song makes me feel so good I can produce a lot of milk. Have some of my refreshing and nutritious milk. Danke, Kuh. Tschüss, Kuh. Muku. Einfach Song spielen. Kostenlose Milch. Was macht die Kuh dort? Das ist eine sehr gute Frage. Die wurde dahin verbannt, weil sie die größte Gefahr für Ganondorf ist.
ganz gefährlich. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Da ist Bigoron. My brother opened a new store. It's Medigoron's pet store. However, I'm bitter at making buildings. Alien captors praise me for my skills. I'm not lying. Ja gut, ich hab da so ein scheiß Schwert. Kannst du das reparieren? Da. Da war die Fee drin. Gut. Jetzt kann ich hier überleben, ohne zu sterben. Nice. Yeah, Bombe. Nice. Beste im ganzen Spiel. Oh Gott. Wie komme ich darüber? Wie viel Uhr haben wir denn? 17:00 Uhr. Oh, ja, ja. Wieso wird mir die Uhrzeit gesagt? Ich weiß nicht. Jedenfalls, wenn ich so ein Dingens Stein der Weisen oder wie die heißen, schlag, dann sagen sie mir die Uhrzeit, warum auch immer. Aus dem gleichen Grund, warum die in die Luft schießen, wenn ich die mit einer Bombe angreife. Unbekannter Grund. Ah, okay, gut, besser. Wie kann Sheik überhaupt hier drin überleben ohne so eine hitzeresistente Rüstung? It is something that grows over time, a true friendship, a feeling in the heart that becomes even stronger und so weiter. Ich habe aus Versehen weitergedrückt. The passion of friendship will soon blossom into a righteous power and through it you will know which way to go. The song is dedicated to the power of the heart. Listen to the bolero of fire.
You have learned the Bolero of Fire. Link, I'll see you again. Jetzt ist Sheik verbrannt. Nee, doch nicht. Ha! Kannst du auch einfach weggehen, du musst nicht immer hier Dekomüsse verschwenden. Na gut, machen wir halt den Tempel hier. Ich frage mich, ob es den Glitch in der 3D-Version immer noch gibt. Muss ich dann mal gucken. Dieser eine Glitch, mit dem man mit seinem Schwert verrostete Dinger, Schalter kaputt machen, nicht aktivieren kann, meine ich, und Felsen kaputt machen kann. Mal ausprobieren dann. Who's there? Is the Duke, Link? Oh, it really is, Link. You've grown so big since I last saw you. I want to have a man-to-man talk with you, but now's not the time. Gandalf is causing trouble on Dead Mountain again. He has revived the evil ancient dragon Rovaya. On top of that, he's going to feed my people to that evil dragon as a warning to other races who might resist him. If that fire-breathing dragon escapes from the mountain, all of Hyrule will become a burning waste. I will go on and on ahead to try to seal up the evil dragon. I'm concerned though, because I don't have the legendary hammer, but I have no choice. Link, I'm asking you so to do this as my sword brother. While I'm looking to deal with the dragon, please save my people. The prisoner says are in the opposite direction. I'm counting on you, Link. Wer hat die Tür aufgemacht? Wer hat die Tür aufgemacht ohne den scheiß Schlüssel? Was? Macht keinen Sinn. Oh. Bogon. I'll be beaten me. I'm afraid to go. I'll tell you a secret for saving me. In order to get into the room where the Runia went, you have to do something about the pair stuck in the ceiling. Find a path that leads to a room above the ceiling right away. 100 Lockpick. Das sieht ganz so aus, ja. Smoky. Ups. Da kann ich noch nichts machen. Ne? Da wackelt einer. Wackel, wackel. Oh, ich habe vergessen, Aufnahme zu starten. Aber das muss ich dann aus dem Smashcast-Ding rausschneiden. Mal schnell als Erinnerung aufschreiben. Wo habe ich den Schlüssel? Alles zugemüllt hier. Stift. Kann auch nicht sein, Alter.
Instrumente mache ich mir halt schnell. Notiz am PC. Zelda vom Samstag rausschneiden. Okay, wo können wir lang? Da könnten wir lang. Da glaube ich nicht. Da fehlen uns Schlüssel. Dann gehen wir da lang. War that you can destroy with the golden special crop will sound different than a regular war if you hit it with your sword. Oh. Das ist gut zu wissen. Ha. Komischer Raum. Kackding! Ja, tschüss. Ding, dong, 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 dong. There's a witch within the temple that you have to swear, traitor, do you read? But you can always use the golden special crop to do the job. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange ich das Spiel spiele. Ich kann mich an keine Zeit richtig orientieren. Wann haben wir ungefähr angefangen? Vor 20 Minuten? Mensch.
länger. Ja, knappe. Bisschen über eine halbe Stunde oder sowas. Nur damit ich schon mal irgendwie ein bisschen. Nicht, dass wir jetzt, was weiß ich, ewig lang spielen und dann keine Zeit mehr für das andere Zeug haben. Kamera. Okay. Ach, das war der Zeitschalter da. Nein, nicht an wie. Oh. Ich frage mich, wie viel diese Dinger wiegen. Weil es dürfte ja eigentlich gar nicht mal so leicht sein. Die zu ziehen und zu schieben. Besonders die sind komplett glatt. Wo greift denn der hin, damit der die ziehen kann? Das Spiel macht keinen Sinn. So, jetzt ist der komische große Raum hier, ne? Ja. When you are on fire, you can put it out by swinging your sword or by boiling over. Did you know that? Macht Sinn, ja. Wieder ein Schlüssel. Sehr gut. Ich hätte ja gerne den Hammer. Bald mal. Okay, das ist der Raum. So, was ist drin? Hammer, Karte oder Kompass? Karte. Na, Karte ist okay.
mir Schlüssel. Temple, they adored the food there, but you try to open them when one of the doors that fall move. If you use a temple of the Goron special crew, you could break it. That's true. Die bösen Mimik-Türen. Hier drin ist relativ simpel. Oh oh, Fireball. Unerwünschten Link detected. Fireball. Ich muss reinigen. Gott, jetzt sind wir oben. Hey! If you find a place that you can see on the map, you could breach. Try playing your ukulele. Er kann in der Luft gehen, der Alte. Yo, das war Jesus. Nee, Jesus kann auf Wasser. Auf Luft. Super Jesus. Was ist denn da oben? Was ist denn da oben versteckt? Ups, das wollte ich nicht. Interessant. Hey! Ich bin fast tot. Somewhere in the temple, you should meet up with some creatures that dance at the midtake. A rose core won't hurt them. Look like you might need some of this current bishop crow. That's all I have to tell you. Dankeschön. Werde ich mir merken. Hier. Ja. Oh, okay. Bum. Oh.
Hier war ja Gitter, ne? Konnte ich nicht weiter. Kann ich die Dinger schon wegmachen oder brauche ich dafür den Hammer? Ey! Entschuldigung. Jetzt bin ich mit meinem Finger drauf auf meine Brille gekommen. Gut. Muss ich dann hin? Dankeschön. Was war denn hier nochmal? Ah, hier war dieser eine komische mit der goldenen Skulptur. Da drüben war Sackgasse mit einem Corona. Alter! Da will man seine scheiß Kamera schön positionieren und da geht das nicht, weil man keinen C-Stick hat. Sondern nur L. Dankeschön. Also doch wieder da hier hin. Drauf kann ich von mir aus nicht. Nö, natürlich nicht. Gibt's hier sonst noch Türen, die verschlossen waren? Ah, ja, okay. Jetzt erinnere ich mich wieder. Na, okay. Jetzt ist der mit den komischen Feuerwänden, der Raum hier. Okay. Böse Tür. Das ist eine gute Tür. Kompass. Sehe ich wenigstens, wohin ich laufe. Ja, hier komme ich gar nicht vorbei.
Ja, okay. So, hier ist eine Schatztruhe drin. Gucken wir erstmal da rein. Was gibt's hier? Ja, hier komme ich hier raus. Was ist hier oben? Okay. Da brauche ich den Hammer. Listen! Okay, es bringt nichts. Okay. Was hat mich da bitte? Na, auf Zeit. Ich nehme an, da wird's nix. Moment, das ist eine falsche Tür. Aha! Hammer! Hammer her! Gib mir meinen Hammer. Also von meiner Seite aus ist kein Leck. Bei mir ist gut. Hier ist mein Hammer. Ha! Megatonhammer.
So, jetzt brauche ich irgendwie was. Am besten einen Felsen oder so eine. Ja, spätestens bei so einem verrosteten Schalter kann ich es mal ausprobieren, ob es noch funktioniert. Weil ich weiß nicht, ob das bei den Platten auch funktioniert. Aber da funktioniert es auf jeden Fall. Na, ah, das haben sie gefixt. Fuck. Schade. Weil in der Nintendo 64 Version jeden Angriff, den du vor... Beziehungsweise, fangen wir anders an. In der Nintendo 64 Version haben sie keinen festen Schaden für diesen Angriff einprogrammiert. Dementsprechend hat den Schadenswert genommen, den der vorherige Angriff gemacht hat. Heißt, wenn du zum Beispiel Sprungangriff gemacht hast und danach das, dann hat das da hier, der Angriff hier, den gleichen Schaden wie der Sprungangriff gemacht. Gleichzeitig hat es aber nicht nur den Schadenswert, sondern auch bestimmte Effekte mit übernommen. Heißt, wenn du zum Beispiel einen verrosteten Schalter hättest. Nehmen wir mal einfach an, das wäre ein verrosteter Schalter. Verrostete Schalter musst du mit einem Hammer betätigen. Heißt, wenn du vorher im Spiel einfach nur einen Hammerschlag gemacht hast und würdest dann bei dem Schalter einfach nur den Schalter mit dem Schwert so angreifen, dann wird der Effekt, den der Hammer hatte, übernommen und der Schalter würde aktiviert werden. Auch wenn du einfach nur mit dem Schwert mal kurz draufschlägst. Was normalerweise nicht so ist. Also normalerweise wird das Schwert den Schalter nicht aktivieren. Und ja, zum Beispiel hier, das ist ein verrosteter Schalter. Also in der Nintendo 64 Version könnte ich jetzt einfach mit dem Hammer schlagen und dann das machen. Und der Schalter wird aktiviert werden. Das haben sie aber anscheinend in der 3DS Version gefixt. Schade. Weil es war ziemlich cool, weil damit konntest du zum Beispiel auch Felsen kaputt machen. Einfach nur mit dem Schwert. Und so ein Angriff ist natürlich schneller als Hammer schnell rausholen und einmal schlagen. Ist natürlich recht schön für Geschwindigkeit und so. I've always hidden behind the statue at the entry to the temple. But the goblin's best quote won't work on you. Don't you have anything stronger? Habe ich, glaube ich, damals, als ich die Nintendo 64 Version gestreamt habe, auch mal gezeigt. Das mit dem Hammer und dem Schwert. Und ja, es war ganz cool. Weil so konntest du halt auch ziemlich gut schnell Schaden machen. Kein Schaden. Weil bei Gegnern, du musstest da einfach nur einmal so machen. Sprungangriff, der natürlich relativ langsam ist. Und dann konntest du die ganze Zeit so machen und das wird halt den Schaden von einem Sprungangriff machen. Heißt, recht anständig. Aber leider geht es nicht mehr hier. Sehr schade. Und die Dinger hier zum Beispiel hat es auch weggemacht. Das zack. Aber nein, nicht mehr. Hallo Nick Greg, so. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Gut.
Bomben. Ah, die Scheiße schon wieder. Geld gewesen. Ja, die schon wieder. Und es sind Bomben. Gott, starte ich nicht mehr so viele. Heute haben wir den Tempel auch fast. Noch der Endboss und dann fertig. Oh, ich sehe, please help with Boba. Jetzt hat er gar keinen Tipp gegeben, der Typ. So ein Fieser. Bam, 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 bam. Wassertempel. Nee. Ich werd jetzt den, das da hier fertig machen. Danach wechsle ich zu einem anderen Spiel. Der Wassertempel, der kommt dann nächste Woche dran. Der schöne Wassertempel. Obwohl in der 3DS-Version ist der gar nicht mehr so. Nicht so nervig. Subterranean Lava Dragon Volvagia. Das ist richtig, ja. Und warten wir mal kurz, vielleicht geht's schnell weg. Da sind wir immer bei den wichtigsten Stellen. Leck ist. Mensch, Mensch.
Scheint besser zu sein. Du lässt ihm nicht weh. Ah! Verarscht. Sack. Na! Ah. Komm! So ein Kackding. Nein, jetzt fliegt der wieder. Und ich konnte noch nicht angreifen. So ein dummer. Dummer Drache. Geh weg. Anvisiert, nicht getroffen, halt. Ey, das gibt's doch nicht. In dem Tempel auch noch gar keine Feen gesehen. Ach, mit dem Hammer kann man auch Sprungangriffe. Ganz vergessen. Nein, dich. Oh. Der Kopf lebt noch. Gut. Gut. Feuertempel fertig. Corona gerettet. Hey. Team of the Sages. Fehlen noch drei. Dann können wir bösen
Ganondorf Mann kaputt machen. Thank you, Bubba. I really appreciate what you do. I thank you on behalf of the entire Golem race. You turned out to be a real man, just as I thought you would. By the way, the Winter Lunia turned out to be the Great Sage of Fair. Isn't that funny, brother? Well, that must be what they call destiny. Nothing has made me happier than helping you since the Emperor is here. Hey, brother, take this. This medal that contains the power of the first spirits, the fire spirits, and my favorite. Ja. Hauptsache Goron leben. Alle anderen scheißegal. You received a fire medallion. Daruni awakens as a sage and adds his power to yours. Das ist schön. Don't forget, now you and I are true bubbles. Yay. Gut. Nächstes Mal. Wassertempel. Damit schön. Hoffe ich.